3 und 3, Replay-Analyse von Sammy, Platin 3 hier gerankt und er spielt mit Randoms, genau. Schauen wir einfach mal rein. Ja, und übrigens im Allgemeinen, wenn ihr jetzt das auf YouTube seht und auch eine Replay-Analyse mal selbst haben wollt von eurem Gameplay, dann kommt einfach bei mir auf Twitch. Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung und dann könnt ihr da auch eine Anfrage stellen und dann werde ich auch euer Replay, euer Gameplay einfach mal analysieren, wenn ihr Bock habt. So, so viel dazu und jetzt legen wir direkt los. Let's go. Ja, gut, dass du mitgefahren bist hier. Theoretisch kann man hier an der Stelle auch, also das ist halt so eine Sache, man spricht sich halt normalerweise ab mit Mates und so. Mit Randoms ist das so eine andere Geschichte. Normalerweise fährt man da hier auf der Stelle, wenn man nicht zum Boost fährt, nicht zum Ball fährt, fährt man halt hier zurück und der Mate hier hinten fährt mit. Aber das ist halt, ja, in dem Fall bist du mitgefahren. No problem. Das ist halt einfach, ja. Also wie gesagt, mitfahren hier absolut okay. Ah, close. Ja, einfach ein bisschen genauer das Ganze mal, ein bisschen langsamer quasi. Also, dass du halt einfach ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommst. Aber das dauert halt einfach bis, ja, einfach mehr spielen. Dann kriegst du das raus, dann kannst du den auch hitten. Der Hit wäre, der Gedanke war auf jeden Fall gut. Gut, dass du hier nochmal reingeturnt bist. Okay, den halt auf jeden Fall fester clearen. Gut, dass du den Touch dann bekommen hast noch. Oh nice, der geht rein. Und was mir auch direkt auffällt, gut, dass du so ein bisschen mitfährst, aber nicht die ganze Zeit Boost zwischendurch gibst. Das war so vorher schon ein paar Mal der Fall gewesen, in anderen Replays jetzt in letzter Zeit. Gut, dass du hier dann relativ langsam einfach mitfährst. Das ist sehr gut auf jeden Fall schon mal. Ja, wir machen doch mal ganz zurück, so dass ich das vom Kickoff ansehe. So, gut, dass du hier, ja, kann man so mitfahren. Hier an der Stelle. Also das Mitfahren ist gut, du musst auch nicht direkt durch die Mitte mitfahren, sondern du könntest hier den linken Boost nehmen, was du ja machst. Und dann noch ein Stück weiter nach vorne fahren. Hier an der Stelle. Da du aber siehst, dass der Ball jetzt direkt nach hinten geht, kannst du hier einfach direkt, weil du siehst ja, hier ist eigentlich, du bist hier nicht in Bedrängnis theoretisch. Du kannst einfach hier direkt zum Ball fahren. Dann hättest du den hier annehmen können, hier unten auf dem Boden. Du bist jetzt hier hingefahren. Hättest den hier annehmen können, die Wand hochlegen, eventuell sogar noch zum Boost gehen, je nachdem, also entweder hier die Wand hoch, wenn der Mate jetzt hier, der Gegner, auch die Wand hochgegangen wäre, hättest du den noch schräger annehmen können und einfach hier wieder zurück in die Mitte gehen. Das ist aber halt, wie gesagt, eine Sache so von Mechanics, wie sehr du das halt raus hast und kannst. Kommt halt, wie gesagt, so mit der Zeit dann irgendwann. Und dann siehst du halt auch irgendwann diese Sachen. Aber so hast du halt einfach dem Gegner den Ball überlassen, weil dein Mate halt gar nicht mehr rankommen wird, wahrscheinlich richtig. Okay, Mate verkackt jetzt auch, der Gegner verkackt jetzt auch. Hier dachte ich, der hinter mir fährt hin. Ach so, okay. Aber wäre theoretisch dein Ball gewesen. Also, wie gesagt, ich werde jetzt bestimmt das ein oder andere erwähnen, wo du vielleicht schon weißt, dass das jetzt, dass das jetzt zwar ein Fehler war in dem Game, aber dass du das nicht ständig wiederholst oder so. Aber weiß ich ja natürlich nicht, deshalb werde ich einfach auf alles eingehen, was ich sehe. Gut, dass du hier weiter hinten bleibst. Okay, Hugo ist halt hier richtig schlecht rotiert, weil du hättest theoretisch den Ball nehmen können. Was du hättest hier machen können, damit er dich, damit es gar nicht zu der Situation kommt, entweder früher schon wegfahren oder halt die Wand hochfahren direkt und den Ball dann irgendwie über die Wand. Dein Mate war jetzt aber oben, deshalb war das Wegfahren hier eigentlich okay. Also gut, dass du direkt nochmal nach vorne gehst. Okay, Mate ist nicht da. Hier an der Stelle ist mir aufgefallen, am besten nicht hier quer über das Feld flicken, auch wenn du da hinten zu Boost willst oder so, fahr lieber, weil du fährst hier halt komplett durch die Rota theoretisch durch. Er hat jetzt in diesem Fall nichts gemacht so, aber du siehst schon, wenn er hier noch ein bisschen weiter zurückgefahren wäre, hätte es passieren können, dass ihr euch hier bumpt oder wenn dein anderer Mate weiter vorne gestanden hätte schon, hätte es passieren können, dass ihr ineinander fährt. Dann am besten einfach hier rumfahren, hier die kleinen Boostpads mitnehmen wieder und hinten ins Tor fahren. Oder gegebenenfalls, wenn sich's denn anbieten sollte, halt nochmal reincutten oder so. Aber halt am besten nicht so quer durchs ganze Feld flicken, weil da ist die Chance sehr groß, dass man irgendwie einen Mate oder so nochmal ungünstig erwischt oder vielleicht sogar halt den Ball nochmal ins eigene Tor spielt, im schlimmsten Fall halt. Und halt auch gucken, am besten kleine Boostpads mitnehmen, weil du hattest jetzt
wie bereits vorhin gesagt, du bist halt hier durchgeflickt, hättest theoretisch die hier noch mitnehmen können, hast aber den 100er geholt. Und wenn du hier zurückgeflickt wärst, hier vorne ging es ja glaube ich los, hast du hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 12 Boost. Also reicht halt eigentlich auch locker und du wärst schneller hinten gewesen und hättest halt keinen blockiert. Deshalb sage ich das halt nur, immer mal gucken mit den Boost Pads und so auch. Ja, weiter geht's. Ja, gut, dass du hier auf jeden Fall weiter zurückbleibst. Du guckst, was passiert. Hier an der Stelle kannst du halt ein bisschen früher hochgehen, so theoretisch schon. Hast du jetzt aber gut gesehen. Und was du musst hier theoretisch keine Airroll machen. Also du kannst halt, du musst das Auto nicht komplett drehen. Du kannst dich höchstens, wenn du den besser nach vorne kriegen willst, versuch den halt immer hier mit der Front, mit der Stoßstange halt zu treffen. Aber das, ich denke, das weißt du, wie man die Bälle hart hittet, halt mit der Hitbox. Aber dass du dann halt nicht dein Auto so drehst, sondern du drehst es halt einfach, wie soll ich das sagen? Du drehst halt einfach die Airroll so ein Stück nach links ein und drückst dann das Auto so nach vorne, dass es quasi gerade aufs Auto, auf den Ball quasi steht. Ich weiß nicht, ob man das so gut erklären kann, dass du quasi den Ball so rüber drückst. Das hast du hier auch versucht, theoretisch, aber halt in die falsche Richtung, die Airroll quasi. Du musst halt nicht dich, also wenn das Auto sollte nicht nach oben gucken und du drehst dich, wenn du den Ball fest nach vorne spielen willst, sondern das Auto sollte theoretisch gerade auf den Ball sein und dann drehst du dich so ein Stück. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut rüberkommt, wie ich das meine. Ich hoffe, du verstehst es. Weil dadurch hättest du den Ball halt auch ein bisschen fester bekommen. Aber die Idee dahinter halt, dass du den halt überhaupt da rüberbringst, ist halt auf jeden Fall gut. Da ist gut, dass du hinten bleibst. Auch hier gut, dass du langsam machst. Dass du da nicht direkt drauf springst oder so. Und hier die Ballcam aus, auch sehr gut. Hier hast du dann ein bisschen mehr Zeit und kannst halt, ich denke, das wolltest du auch machen, den Ball einfach flach annehmen. Du musst da gar nicht springen. Du kannst einfach den Ball flach annehmen, über die Wand gehen oder dann halt durch die Mitte noch. Da hast du halt dann ein bisschen gepanickt. Wahrscheinlich auch, weil du im Hintergrund hier den hier gehört hast. Aber du siehst ja, der fährt halt sogar weg. Also du hättest hier mega viel Zeit gehabt, den einfach flach anzunehmen und halt dann noch hier irgendwie oder nochmal in die Mitte zu flicken oder so. Das ist halt immer so eine Sache. Am besten immer versuchen, wenn du Zeit hast, den Ball nicht direkt abgeben, wieder zu den Mates oder so, zu den Gegnern oder so, sondern ja, versuchen dann halt in Ballbesitz zu bleiben und dann eine neue Situation halt, dass eine neue Situation quasi raus entsteht. Ja, hier ein bisschen gepanickt halt, passiert. Gut rotiert auch, dass du hinter ihm stehst, auch ja, gut rotiert. Was dein Mate hier macht, ist totaler Quatsch, da muss er gar nicht hin, du stehst hinten. Den hättest du super gut zu deinem Mate vorne an der Wand clearen können. Ich denke, das wolltest du auch. Kommt so jetzt auch an. Guter Pass. Glück gehabt, dass du den noch so gut kriegst. Hier an der Stelle dann wäre ich allerdings, das hat halt ein bisschen was mit Trust zu tun. Ich weiß nicht, ob es geplant war, dass du den Pass hier hinspielen willst zu deinem Mate. Ich gehe einfach mal davon aus. Aber dann wäre ich halt auf jeden Fall hier hingefahren an deiner Stelle. Weil dann hätte der Mate, du siehst schon, den Ball hier direkt hier hingespielt. Hättest du hier den 50-50 bekommen, beziehungsweise je nachdem, wie deine Triple Skills halt sind, hättest du den hier ausspielen können, hättest du Open Net gehabt, theoretisch. Also das ist einfach ein bisschen Positioning und Trusting, weil wenn du den Ball eh zu ihm spielst als Pass und du hast ja gesehen, wie er da gestanden hat. Wir gucken nochmal. Hier ist er. Und er fährt ja schon zurück quasi. Er wird den Ball auf jeden Fall in die Mitte spielen, weil hier zurück wird er ihn auf keinen Fall spielen, weil das viel zu risky wäre. Ja, würde mich auf jeden Fall wundern. Ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass er irgendwie das Ding in die Mitte spielen will. Und das hat er jetzt halt auch gemacht tatsächlich. Also da einfach ein bisschen mehr trusten. Gut, dass du hier auf der Außen bleibst. An der Stelle kommt halt natürlich auch auf die Elo an. Auf einer höheren Elo sehen die Mates das. Und dieser Hugo hätte jetzt den Ball quasi nach links zu dir gespielt. Dann hättest du hier an der Stelle theoretisch schon reinturnen können. Und wieder hier umdrehen und wieder nach vorne fahren, dass du hier halt den Pass annehmen kannst. Wie gesagt, auf einer höheren Elo sehen das halt hier die Mates und er hätte dir den Ball hier rüber gespielt wahrscheinlich direkt oder zumindest richtig gut nach vorne gedrückt. Ja, gut, dass du da, oder ja, das wäre gut gewesen, wenn du da reingeturnt wärst. Aber in dem Fall
Ja. So ist sicher und ruhig auf jeden Fall. Sehr ruhig geblieben. Sehr gut. Oh, schade. Gut noch, eigentlich gut gemacht hier. Gut, dass du hier ruhig bleibst auf jeden Fall. Dass du da nicht direkt hochspringst, weil dein Mate ist dann auch hochgegangen. Und gut, dass du hier hingehst. Da hätte dein Mate theoretisch wegbleiben können, dann wäre es ein Tor geworden. Und das hier war auch gut. Also es sieht schon gut aus. Du hast die richtigen Gedanken, definitiv. Nice. Und bleibst auch relativ ruhig tatsächlich. Bis auf das eine Mal mit dem, mit dem Safe hin, mit dem Clear. Hier haben wir wieder eine ganz gute Situation. Da hast du sehr viel Zeit. Also was heißt sehr viel? Der Gegner ist halt direkt da. Du hättest den Ball dann halt irgendwo... Ja, schwierig. Nee, er war doch schon relativ nah. Ich hätte jetzt gedacht, du könntest den Ball irgendwie so an der Seite annehmen und dann halt wieder weiterfahren und dribbeln. Aber er war relativ nah, relativ close. Gut, dass du den nochmal dann irgendwie abgelegt hast auf jeden Fall für deine Mates in der Mitte. Schade, guter Angriff. Auch wieder gut, dass du hier ruhig bleibst, definitiv. Ja, hier hättest du eigentlich einfach nur schneller hin müssen. Dann hätte das gepackt. Du hättest den Ball dann wahrscheinlich hier vorne in die Ecke gedrückt oder ein 50-50 noch rausgeholt. Da hast du, glaube ich, einfach kurz gezögert. Aber der Gedanke war auch wieder richtig, dahin zu gehen auf jeden Fall. Weil du warst erster Mann im 3-3. Da kann man ruhig reinballern, weil, ne, irgendjemand muss halt drauf und du warst halt der erste Mann. Von daher passt das. Schade, Boost gemisst. Wäre halt wichtig gewesen, den zu haben. Jetzt musst du den außen holen. Ja, alles cool noch. Da hättest du tatsächlich... nochmal gucken. Da wäre ich auf jeden Fall ein bisschen weiter und schneller in die Mitte gefahren. Also, dass du ungefähr hier bist, weil der eine fährt hier weg und da hättest du immer nochmal wegturnen können. Aber so, wenn keiner von den Gegnern drauf gefahren wäre und keiner... beziehungsweise kein Mate draufgefahren wäre, dann hätten die Gegner einfach Open Net gehabt. Also theoretisch hättest du dich ein bisschen weiter vorne positionieren können, aber ja, es ist auf jeden Fall gut gegangen, weil ein Mate draufgefahren ist. Und der große Vorteil ist halt, dass du so halt relativ ruhig gespielt hast wieder. Also bisher echt gut, Mann. Wirklich. Ah, Fake versucht. Eventuell Half-Flip üben. Je nachdem, wie gut du stehen kannst. Guter Block hier nochmal. Gute Idee mit dem Pass, eventuell auch ein bisschen, gucken wir gerade nochmal, ein bisschen früher die Ballcam oder im Allgemeinen die Ballcam ausmachen, da hättest du gesehen wieder, weil das war wieder zu dem Thema, wenn man den Ball hat und Zeit hat, den Ball nicht direkt wegballern, dann hättest du den flach wieder annehmen können und er war in einer sehr schlechten Position, der Gegner war noch weiter hinten, dieser Popon. Wir nennen ihn einfach Nico. Dieser Nico war noch relativ weit hinten. Du hättest also den noch ein Stück mitführen können und dann halt so rüberflicken. In der Zeit hätten sich deine Mates auch anders nochmal positioniert. Der Hugo hätte das gesehen und wäre auch in die Mitte gefahren, hätte sich halt bereit gemacht für deinen Pass. Der hier kam halt relativ flott. Da hat er, glaube ich, einfach nicht mit gerechnet. Von daher dann hier auch ruhig, ein bisschen ruhiger dann. Da hätte das auch gepasst. Aber ihr werdet nicht gestört direkt, von daher passt's. Gut gesehen, dass dein Mate da den spielen kann. Gut hinter ihn rotiert. Gut, das wäre deiner gewesen. Da hat Hugo wieder nichts zu suchen, weil er gecuttet hat. Auch wieder gut rotiert. Ja, schöner Block. Hättest du vorne, hier vorne hättest du den Boost noch klauen können. Und ein bisschen früher drauf fahren vielleicht. Den Ball einfach versuchen, schon ein bisschen früher... Entweder ja hier hinzuspielen, dass er als Pass irgendwie reinkommt, am besten ein bisschen höher, ungefähr hier, dass er dann hier irgendwie als Pass reinkommt für deine Mates. Oder halt dann den 50-50, was du ja dann versucht hattest. Und dann kannst du hier an der Stelle, kannst du auf jeden Fall noch den Boost ziehen, wenn du da irgendwie hinkommst. Auch wenn du jetzt so ein Stück rückwärts gestanden hast, kannst du irgendwie nach hinten flippen, wie gesagt, eventuell mit dem Half-Flip. Und den Boost noch mitcrappen und dann über die Außen wieder zurückfahren. Beziehungsweise hier sogar, weil deine Mates gar nicht on point sind, sie sind irgendwo anders, komplett lost. Kannst du nochmal vorne bleiben und die sogar nochmal stören, theoretisch. Mal gucken, vielleicht machst du das sogar jetzt. Genau, ja. Du fährst also nach und störst dann nochmal. Das ist eigentlich eine gute Sache gewesen.
Mit dem anderen Boost hätte da noch sogar mehr draus werden können, theoretisch. Hier, wenn du da hinfährst, auch wieder ein bisschen früher fahren. Ansonsten, im Allgemeinen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du den kriegst oder nicht, du warst Last Man, dann einfach nicht hinfahren. Einfach ein Stück drauf zufahren, Fake Challengen, wieder zurückfahren. Dann schießt der Gegner den Ball quasi in deine Fahrtrichtung, dann kannst du irgendwas Neues machen. So sehr risky, weil du Last Man warst, wird wahrscheinlich auch ein Tor werden, oder? Ja. Als Last Man ist deine einzige Aufgabe eigentlich dafür zu sorgen, Zeit zu schinden, damit du nicht mehr Last Man bist, so ungefähr. Damit deine Mates zurückkommen können und in der Zeit halt kein Tor passiert. Deshalb, wenn du 3 und 3 spielst bis letzter oder 2 und 2, Fake Challenge oder früher schon zurückfahren, in Low-Level-Bereichen oder loweren Elo-Bereichen werden dann die Gegner einfach draufballern und weil sie das Open Net sehen und ja, ne, denken, sie können dann ein Tor machen. Aber wenn du halt Fake Challenges und dann zurückfährst, dann kannst du den Ball einfach hinten annehmen und dann wieder ruhig neues Spiel aufbauen. Gut, dass du wegturnst. Hier hätte ich kurz Ballcam ausgemacht an der Stelle. Also das war gut. Hier spätestens hätte ich kurz die Ballcam ausgemacht. Wo stehst du? Genau hier. Dann hättest du das gesehen vielleicht. Da hättest du ein bisschen Zeit gehabt, dass dein Mate halt da ist. Beziehungsweise ich hätte ihn sogar versucht dann flach anzunehmen, weil ja hier kein Gegner war und nix. Und dann hättest du gesehen, okay, dein Mate geht hoch und du hättest einfach hier zurück ins Tor fahren können. Dann hättest du den wahrscheinlich hier annehmen können wieder. Und hier wieder ein 50-50 bekommen in dem Fall. So habt ihr halt double committed. Also ihr seid beide gleichzeitig auf einen Ball gesprungen. Und jetzt habt ihr wieder Open Net. Mal gucken, ob es direkt bestraft wird. Und Glück gehabt. Hier nochmal zurück. Das hier sollte halt nicht passieren. Man sieht es ganz gut. Ihr seid alle drei auf einer Stelle. Ja, ist halt nicht so nice. Wenn so eine Situation ist und du merkst, deine Mates fahren irgendwie nicht zurück oder rotieren nicht richtig, dann hätte ich hier an der Stelle einfach zurückgeturnt ins Tor oder so. Oder zumindest hier in die Mitte, dass du einfach guckst, dass ihr nicht zu dritt auf einer Stelle steht. Gut, dass du dann hier das Tempo aber noch rausnimmst. Dadurch wart ihr nämlich dann in der Mitte auch nicht zu dritt. Ja, gut, dass du nicht hin bist. Hier sieht man wieder die Situation, alle drei fahren wieder auf dieselbe Ecke. Deshalb auch hier an dieser Stelle, wo bist du? Also dass du hier zurückfährst, ist richtig. Aber dann wäre ich hätte hier die Boostpads mitgenommen und wäre hier ins Tor wieder gefahren, wieder Backpost rotiert. Und dann halt hier mich hingestellt und hätte auf den Ball gewartet oder so. So, jetzt machen wir nochmal zurück und gehen nochmal in deine Ansicht, was hier vorne passiert. Hier fährst du zurück, leider nicht ins Tor, no problem. Jetzt willst du nämlich ins Tor und hast das Problem, dass du eine relativ dumme Situation hast, was halt nicht zustande gekommen wäre, wenn du einfach vorher schon ins Tor gefahren wärst. Du siehst hier, du kriegst ihn nicht, weil dein Mate hier drauf fährt und bist jetzt halt in einer super doofen Situation. Es ist halt auch keiner am Tor, wenn der Ball wie jetzt hier vors Tor kommt, wird es halt nochmal gefährlich. Gut, dass du hier wieder Fahrt rausnimmst und weiter hinten bleibst. Risky, wieder Last Man gewesen hier an der Stelle. Hättest du theoretisch nicht drauf müssen. Ist sehr, sehr risky. Auch hier wieder Fake Challenge eventuell. Weil hier hinzuspringen, wenn der Ball irgendwie jetzt blöd rauskommt, der geht maximal fest gegen die Wand. Wahrscheinlich. Und dann, ja, ist, ja, deine Gegner, deine Mates sind vorne, du bist vorne. Im schlimmsten Fall gibt es halt ein Tor. Oh, nochmal kurz zurück. Ich persönlich wäre hier nicht drauf gefahren, weil wenn du den hier so blockst, geht der Ball wahrscheinlich direkt wieder in die Mitte. Ich wäre hier einfach, also die Idee irgendwie auch gut, weil du denkst, ja, deine Mates sind im Tor, du könntest hier unterbrechen. Aber das Problem ist, du wirst den nicht unbedingt besser machen dadurch, wenn du den blockst. Deshalb wäre ich hier einfach wieder zurück ins Tor gefahren. Dein Mate hätte das im besten Fall gesehen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du hier hinter ihn rotierst.
Und weil Inir hat er vielleicht gar nicht gesehen, deshalb steht er noch im Tor und wird dann rausgefahren zum Block. Wenn er ihn dann blockt, geht er halt nach vorne. So geht er halt wahrscheinlich nur in die Mitte oder wird trotzdem nochmal aufs Tor gedrückt. Also ja. Ja, also wie gesagt, hier dann nicht drauf, weil jetzt habt ihr hier Double Commit und du hast null Boost im Tor. Bist ja sogar noch zum Boost gefahren, obwohl man gesehen hat, der ist nicht da. Sehr risky hier an der Stelle. Dann lieber hier wieder ein, zwei Boost-Pads mitnehmen. Du kannst bis hierhin fahren, den mitnehmen und wieder so ins Tor turnen. Dann hast du 30 Boost, 32 Boost oder so, irgendwas in dem Dreh. 36 Boost, by the way. Und da bist du aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Gegebenenfalls würde auch einfach nur ein 12er Pad reichen, weil so bist du einfach dahin gefahren, hattest gar keinen Boost mehr. Guter Schuss dann noch von deinem Mate tatsächlich. Eine Minute noch, mal schauen. Ich wäre hier halt tatsächlich, also das ist aber glaube ich so Gewohnheit einfach. Du hättest hier auch einfach schneller noch mitfahren können, genau wie am Anfang schon im Allgemeinen, aber eigentlich finde ich es gut. Das kann auch später noch kommen. Ich finde es gut, dass du hier eher ruhig spielst. Das finde ich echt nice. Schön geblockt. Du hättest noch früher hochgehen können, theoretisch. Und zwar ungefähr hier schon. Hier hättest du schon rausspringen können. Mit der Airroll dich ein bisschen ausrichten. Du hattest genug Boost und voll dagegen boosten. Dann wäre der Ball wahrscheinlich in die Mitte gekommen. Auch gut. Aber gut geblockt dann halt. Ah, hier nicht mehr in die Mitte turnen. Weil hier ist deine Aufgabe, einfach zurückzufahren. Das war halt quasi ein Cut hier an der Stelle. Dein Mate dachte, er kann vorfahren, weil du zurückrotierst, aber du hast nochmal hier reingeturnt und deshalb wart ihr dann halt alle auf einer Stelle. Du hättest einfach nur hier hinten hinfahren können, zu dem Boost zum Beispiel, und dann halt hier abwarten, was halt passiert. Aber halt der erste Cut tatsächlich. Aber ansonsten ist Roter eigentlich gar nicht schlecht. So ein, zwei Dinger, aber das ist alles gut. Noch mal kurz zurück. Ja, hier wäre ich auch zum großen Boost gefahren, tatsächlich. Mate war noch im Tor und so. Auch wenn es jetzt nochmal risky wird. Oha, Glück gehabt. Hier halt am besten dann den Ball treffen, nicht den Pfosten. Aber ich denke, das weißt du. Mhm, ja, kann man aber auch kriegen, theoretisch. Genau, ja. Da hättest du einfach, das ist halt einfach Übungssache. Das wäre halt so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, vielleicht mal ein paar Aerials auf jeden Fall üben. Rotation ist bei dir eigentlich echt gut, wie gesagt. Und Game Sense. Also, dass du weißt, wie du am besten Pässe spielst und sowas oder wann am besten. Das ist echt gut. Gucken wir nochmal ganz kurz hier die Szene. Ja, Mate wird gekickt. Nee, kannst du nicht weiter vor. Da fährst du dann die Mitte und dann ist das Spiel aber auch schon rum. Ja, gutes Replay, Mann. Wirklich. Richtig gutes Replay. Allgemein so würde ich dir trotzdem empfehlen, glaube ich, Aerial Shots und sowas zu machen, wo du halt auch vielleicht ein bisschen mit der Airroll übst. Und da geht es dann nicht darum, irgendwie dich tausendmal zu drehen oder so, sondern halt einfach, dass du einfach die Airroll drückst. Ich zeig dir das gerade mal im Freeplay oder so. Also nicht, dass du dich hier irgendwie so fancy rumdrehst oder sowas, sondern halt einfach, dass du die Airroll drückst und dich dann halt einfach nur so ausrichtest und dann gegebenenfalls die Bälle triffst. Warte, wir haben doch bestimmt ein besseres. Hier haben wir ein ganz gutes Tutorial. Zum Ausrichten halt, genau. Wo haben wir so, also nicht so rumdrehen die ganze Zeit und dann schießen, sondern halt einfach nur eindrehen, fliegen und dann schießen. Auch wenn die beide jetzt nicht reingehen, ist ja auch Wayne, darum geht es ja nicht. Halt einfach nur dieses Ausrichten, dass du das halt so ein bisschen rausbekommst. Das andere wäre dann halt vielleicht die Half-Flips. Einfach zum schneller Recovern. Dass du da ein bisschen flotter unterwegs bist. Wir haben Aerials, wir haben Half-Flip. Genau, Boost-Pads mitnehmen. Die kleinen Boost-Pads eher, anstatt die großen Boosts. Ja, in den richtigen Momenten halt dann einfach ein bisschen ruhiger spielen und nicht paniken, was du auch sehr selten gemacht hast, außer bei ein oder zwei Szenen, war also auch gut. War echt ein solides Gameplay, finde ich, für Platin und es sollte definitiv auch Dia drin sein bei dir, wie ich finde, wenn deine Shots halt noch ein bisschen besser kommen, so wenn du Aerials und Shots ein bisschen besser noch trainierst oder so, dann ist das auf jeden Fall schon mal, ja, sieht das sehr gut aus. Vielen Dank, dass du es eingeschickt hast.